Butterbrötchen vom Vortag ca. 175 ml lauwarme Milch 150 Gramm rote Beete Klammer auf vorgegart, Vakuum verpackt Klammer zu 200 Gramm Pilze Klammer auf zum Beispiel Champignons, Steinpilze, Pfifferlinge Klammer zu 1 kleine Möhre, eine Schalotte, 1 Esslöffel Rapsöl, 500 Gramm Knödelbrot, 3 Eier Klammer auf. M Klammer zu, 3 Esslöffel frisch gehackte Petersilie, Semmelbrösel, Salz, etwas, frisch geriebene Muskatnuss, Pfeffer 200 Gramm Maronen, Klammer auf vorgegart, Vakuum verpackt, Klammer zu, 1 bis 2 Handvoll Salbei und etwas rote Beete kleinwürfeln, Klammer auf dabei, am besten einmal Handschuhe tragen, Klammer zu, Pilze gründlich putzen und klein hacken, Möhre putzen, schälen und grob raspeln. Schalotte abziehen und fein würfeln. In eine Pfanne Rapsöl erhitzen, Schalotte, Pilze und Möhren, darin andünsten, bis keine Flüssigkeit mehr vorhanden ist. Knödelbrot in eine Schüssel geben, Klammer auf, beziehungsweise Brötchen klein würfeln, Klammer zu, Milch darüber gießen. Eier, Petersilie sowie Schalottenpilzmischung zugeben, alles mit roter Beete vermengen und ca. 20 Minuten ziehen lassen. Dann gut verkneten, eventuell noch Semmelbrösel untermischen, falls die Masse zu weich ist. Mit Salz, Muskat und Pfeffer abschmecken. Aus der Masse mit angefeuchteten Händen kleine, runde Knödel formen. In einem Topf Salzwasser aufkochen, dann Temperatur reduzieren und die Knödel im leicht köchelnden Wasser in ca. 15 Minuten gar ziehen lassen. Maronen halbieren. Salbeiblätter abzupfen. Butter in eine Pfanne zerlassen, Maronen darin leicht anbraten, Salbei zugeben und großbraten. Knödel aus dem Wasser heben, abtropfen lassen und auf die Teller geben, Maronenbutter darüber träufeln. Leicht salzen, pfeffern und mit Salbei garniert servieren. Pro Portion 856 k 1 3582 Stelki.